Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe Ihnen gerne ein bisschen von meiner Redezeit ab, wenn es dem Fortkommen im Bundestag dient. Wir als CDU-CSU unterstützen die Ausweitung der Mission Sophia. Und wir haben aber heute den ganzen Tag über die schwarze Seite der Linken erlebt. Heute früh beginnend mit einer Rede der Fraktionsvorsitzenden und gerade eben mit Unterstellungen, die selbst Russland nicht mittragen. Selbst Russland trägt die Unterstellungen, die wir gerade gehört haben, nicht mit. Denn wir haben mit Blick auf Libyen, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Resolution der Vereinten Nationen, die von Russland mitgetragen wird. Und ganz entscheidend ist doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir so etwas, was wir mit Blick auf Libyen haben, uns auch für Syrien wünschen müssen. Und die schwarze Seite der Linken, die wir heute in schillerndsten Farben düster vorgeführt bekommen haben, verkennt vollkommen, um was es geht. Dieser Einsatz Sophia ist eingebaut in ein strategisches Konzept der Vereinten Nationen, das alles bietet, was wir brauchen. Erstens eine Resolution der Vereinten Nationen. Zweitens regionale Partner, die mithelfen und stabilisieren. Ich möchte ausdrücklich das Engagement, was vorhin schon Kollege Arnold gewürdigt hat, vom Sonderbeauftragten Martin Kobler würdigen. Er ist es, der unermüdlich über viele Monate es geschafft hat, die Konfliktparteien in Libyen weitestgehend zu einigen. Ein großes Kompliment aus diesem Hause an Martin Kobler. Zweitens ist es gelungen, dass Marokko sich intensiv an dem Prozess beteiligt hat, nämlich über den Chikrat-Prozess. Drittens unterstützt Tunesien, das die europäischen Werte ausdrücklich teilt und verteidigt und massiv unter dem Terror leidet, unterstützt Tunesien die europäische Grenzsicherungsmission. Ich will deshalb die drei Schritte aufzeigen, die für unsere politische Arbeit wichtig sind. Erstens die Ausweitung von Sophia bedeutet, dass wir gemeinsam mit den Vereinten Nationen versuchen, das Waffenembargo durchzusetzen. Ich gestehe dem Antrag der Grünen zu, dass wir natürlich eine Lücke haben. Das sind die Landgrenzen im Süden, wo der Großteil des Waffenschmuggels stattfindet. Aber wir müssen beginnen und dürfen kein Vakuum hinterlassen. Und dass man nicht mit der zivilen Seeschifffahrt Waffenembargos durchsetzt, dürfte jedem einleuchten, nur nicht der Linken. Der zweite Schritt, der erforderlich ist, ist die Bildung der libyschen Zentralregierung. Und diese wird, wenn es mehrheitlich gewünscht wird, dafür sorgen, dass die europäische Mission im Auftrag der Vereinten Nationen bis an die Küste geht. Und der weitere Schritt wäre, dass die Mission Sophia zum Sammeln von Kleinwaffen dienen kann. 6 Millionen Einwohner, 20 Millionen Kleinwaffen. Hier sind wir gefordert. Die Europäische Union hat Erfahrung in Bosnien gesammelt, im Kosovo gesammelt. Wir wissen, wie das geht. Wir kennen auch die Tücken. Und der dritte Schritt ist dann, wenn die Einladung durch die libysche Zentralregierung erfolgt, dass die europäische Mission Grenzsicherungskräfte in Libyen ausbildet und womöglich auch assistiert. Und wenn das erreicht ist, haben wir eine Grundstabilität innerhalb Libyens, aber noch lange nicht die Sicherheit, die wir brauchen, um das durchzusetzen, was wir letztlich wünschen, nämlich eine starke Regierung und eine wieder aufwachsende Zivilgesellschaft, die sich um Bildung, Ausbildung, Aussöhnung im eigenen Land kümmern kann. Die Durchsetzung der Menschenrechte, die zwingend erforderlich ist. Aber das bedarf dieses schrittweisen Ansatzes. Ein letztes. Vergangenes Jahr im November hatten wir den EU-Afrika-Gipfel. Auf diesem Lavaletta-Gipfel wurde sehr deutlich, wohin die Reise geht, nämlich die Unterstützung der Afrikanischen Union, auch der Arabischen Liga, zumindest der Maghreb-Staaten, dass wir Marktöffnungen erreichen, dass wir Aussöhnung in den Zivilgesellschaften hinbekommen und dass wieder das Thema Bildung und Tagesstrukturen in aufzubauenden Flüchtlingslagern erreicht wird. All das zusammen ist das Konzept, das die Europäische Union im Wesentlichen mitgestaltet und gemeinsam mit den Vereinten Nationen und den regionalen Partnern. Lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle deutlich unterstreichen: Unsere Marine leistet im Verbund mit den anderen europäischen Staaten Außergewöhnliches. Es gilt unser Dank an die deutsche Marine, aber auch die öffentliche Information an unsere Bevölkerung, dass diese Soldaten einen sinnvollen Dienst leisten. In diesem Sinne wünsche ich uns eine weitere Debatte. Die CDU-CSU unterstützt die Ausweitung des Mandats. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Franziska Brandner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.